Ja, Geraldine Ruckstuhl, du hast heute den Sportpreis 2019 abgeholt. Gratuliere auch mal von meiner Seite noch. Was sind so deine Eindrücke kurz nach dieser Gala? Als Oberaargau, eine Sportgala, ist wie jedes Jahr wieder ein unglaublicher Anlass gewesen. Es hat gefällt, mit so vielen Top-Athleten hier am oben können zu verbringen, mit so einem feinen Essen, mit dem Bernischer, der das natürlich wieder tip-top gemacht hat. Und es ist das absolute Highlight immer im Dezember. Ja, für uns als Organisationskomitee und auch für mich persönlich ist es natürlich immer eine ungeheure Befriedigung, wenn man dann sieht, dass alles klappt. Und der Bernhard Schär ist so erfahren. Man macht das seit Jahrzehnten, jetzt inzwischen das sechste Mal, und er weiß, wie das geht. Ja. Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr auch. Was sind deine Pläne im Dezember 2020? Ich hoffe, dass ich auch wieder da nominiert bin im Dezember, da dürfen wir wieder stehen. Und natürlich hoffe ich, dass ich dort eine erfolgreiche Saison hinter mir habe mit den Olympischen Spielen. Hoffentlich, dass ich dort teilnehmen kann und schon ein gutes Ergebnis erzielen kann. Und nachher dann sicher noch die EM in Paris, wo auch noch ein wichtiger Meilenstein ist in der nächsten Saison. Genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir nur das beste sportliche Erfolg und alles Gute. Wir sehen uns in diesem Fall im Dezember nächstes Jahr. Danke vielmals. Merci. Ja, wir sind am Ende von Sportgala 2019 hier im Langenthal, im Oberaargau. Und neben mir ist der Hans Schild, CEO von Toshiba, und der Tom Fleischli, Verkaufsleiter hier in der Region. Ja, ich möchte von euch wissen, zuerst vom Hans Schild, wie hat euch der Anlass gedacht heute? Es war wie immer sehr professionell organisiert. Erstaunlich ist nach wie vor der Bernie Schär, wie der einfach alles runterliert, beziehungsweise einfach alles aus dem Kopf schüttelt und Zahlen und Leute und Namen, und es ist Wahnsinn. Also, dass man, er sagt, wie er sich vorbereitet, und ich bin total fasziniert von ihm. Und wir sind einfach in der Region da verankert mit unserem Tom, und wir unterstützen halt die Region natürlich, wie sie unterstützt uns ebenfalls. Da sind wir auch sehr dankbar, oder? Wir sind selber Kunden bei Toshiba. Und wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr hier im Sponsoring-Bereich sogar einen Preis stiftet? Tom Fleischli. Wir haben gefunden, wir müssen noch etwas Spezielles machen, für auch die Sportler und Sportlerinnen, die an diesem Abend vielleicht nichts gewonnen haben, keinen Preis haben bekommen. Und dann habe ich das mit dem Handschild angeschaut und er hat mir gesagt, los, das machen wir, wir tun das. Die zwei Preise, jetzt in diesem Fall zwei Laptops, sponsern. Und wir haben letztes Jahr, als wir das zuerst mal gemacht haben, ganz, ganz viel positive Resonanz bekommen. Und darum haben wir sofort gefunden, dass wir das heuer wieder machen. Und ich finde, das ist, geht absolut in Ordnung so. Herzlichen Dank auch noch einmal von meiner Seite und vom Donnerstag-Club. Es ist unheimlich wichtig, dass wir Sponsoren haben und uns so unterstützen, weil nur mit dem können wir überhaupt so eine Sportgala finanzieren. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder bei uns bleibt. Vielleicht noch ein Schlusswort, Hans Schild. Ja, ich finde es eine sehr gute Organisation. Ich war am Sport Awards für die Credit Suisse und dort ist es einfach ein bisschen komplizierter, muss man alles üben. Und da kann man einfach kommen und sein und dann wieder gehen. Das ist viel, viel, viel näher. Man ist näher am Ganzen, wenn halt der Schweizer Fernseher das macht. Kompliment. Tom Fleischli? Ja, ich finde es ein super, super Anlass. Es macht mich eigentlich auch stolz, in dieser Region zu sein, mit so vielen erfolgreichen jungen Menschen. Sport verbindet, Sport ist etwas Lässiges, und wir, glaube, ich darf sagen, wir machen nächstes Jahr wieder mit. Wir sind froh, dürfen wir dabei sein. Herzlichen Dank und wir sehen uns im 2020. Merci. Ja, neben mir ist Florence Schelling. Sie war heute Abend unser Stargast und Bernie Schär hat sie interviewt. Sie war, glaube ich, das erste Mal im Oberaargau hier Sportgala. Ist das richtig, Florence? Ja, definitiv das erste Mal an der Sportgala, aber im Oberaargau war ich schon ein paar Mal. Hast du auch schon im Eisstadion im Schor in Langenthal gespielt in diesem Fall? Definitiv, ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon mal dort gespielt. Jetzt aber in den letzten paar Jahren schon lange nicht mehr. Also ja. Nie mehr dort gespielt. Ja. Wie ist so dein Eindruck jetzt hier von dem ganzen Abend, von diesem Sportpreis? Du hast sicher auch schon andere Sportpreise erlebt. Hat es dir gefallen hier?
irrsinniger Anlass. Wirklich Chapeau, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ein unglaublich schöner Anlass. Also, wunderschön auch für die Nachwuchssportler vom Oberaargau, dass die da so geehrt werden. Und da hat es unglaubliche Sportler drunter. Es ist irrsinnig. Ja, es ist wirklich außerordentlich, was wir hier für eine Bandbreite haben an Sportler. Und auch im Hockey, oder? Hast du es ja gesehen, du hast sogar einige Tipps gehabt für einen Goalie. Du hast ja nächstes Jahr, bist du oder jetzt schon Trainer, das ist richtig, oder? Und hast eine völlig neue Karriere vor dir. Könntest du dir auch vorstellen, mal Moderatorin an so einem Sportanlass zu sein, weil du bist ja jetzt auch für Schweizer Fernsehen tätig? Ja, ich glaube, von Moderatorin sein, dort bin ich noch sehr weit weg, aber wieso nicht? Ich bin auf jeden Fall immer offen für etwas Neues, aber nachdem ich den Berni heute Abend gesehen habe, moderieren, bin ich definitiv sehr, sehr weit weg. Er ist natürlich ein Ausnahmefall, weil er alles auswendig kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, auch gesundheitlich alles Gute, viel Erfolg in deiner weiteren beruflichen Karriere und privaten. Und vielleicht sehen wir uns im 2020 wieder hier. Vielen Dank, Florence Schelling. Danke vielmals. Ja, wir haben hier als Gast sogar einen bekannten Gastronom aus Madiswil. Er hat manches Jahr der Bären in Madiswil geführt und ist jetzt auch bei uns Gast gewesen. Ja, Jürgen Goltz. Wie hast du heute Abend erlebt? Sehr schön. Erstmal dürfen wir zweimal als Gast dabei sein. Wunderbar, die Spitzensportler dürfen zu erleben, die wir hier im Oberaargau produzieren, muss ich sagen. Macht viel Freude, es war sehr gut organisiert. Das Essen wunderbar und der Benny Schär macht das. Das ist eine unglaubliche Sache. Ich frage mich, wieso so ein kleiner Kopf so ein grosses Wissen kann speichern kann. Für mich schon das letzte Jahr ein riesen Erlebnis. Er macht das perfekt. Ja, das braucht es halt auch in deinem Beruf, den du lange Jahre gemacht hast als Gastronom und Wirt. Wie hast du es heute erlebt, die Gastronomie? Ist das etwa nach deinem Sinn gewesen? Es ist immer spannend, als ehemaliger Beizer andere Beizer können begutachten. Und ich habe immer Freude, jeder macht es ein bisschen anders. Aber sie haben es mit Herzblut gemacht und das Essen war wunderbar. Und wir hatten einen guten Tisch, das gehört auch noch dazu. Gutes Essen heisst auch Unterhaltung und Geselligkeit. Und ich bin immer tipptopp Tisch gehockt. Ich glaube, ich hätte jeden Tisch hocken. Es hatte nur flotte Gäste. Und ich habe es sehr genossen. Es war einmal mehr ein wunderbarer Anlass. Ja, ich glaube, Besseres kann man nicht sagen. Und dann wünsche ich mir, dass du nächstes Jahr auch wieder dabei bist. Vielen Dank, Jürgen Goltz. Sehr gerne, sehr gerne. Komm wieder. Merci vielmals.